Gondolieri. Die schieben mit so einer eleganten Bewegung die Gondeln durch die Wasserstraßen einer der vermutlich schönsten Städte der Welt, durch Venedig. Diese Stadt, diese urbane Schönheit, die hat einen kleinen optischen Makel im Moment, nämlich zu viel Müll. Und zwar da, wo die Gondolieri zustechen, in den Kanälen. Ihre Stadt verkommen lassen. Ellen Trapp sagt, der kennt ja diese Männer aber schlecht. Siehst du den Gondoliere dort mit dem Netz? Der sammelt auch Flaschen oder sowas. Was halt alles so im Wasser schwimmt. Ich habe mit der Hand gesammelt. Mit dem Netz hätte ich es gar nicht geschafft. Wir können dort anfangen und dann Richtung Manino weitermachen. Am liebsten zeigen die stolzen Gondolieri ihren Kunden die Stadt von der schönsten Seite. Doch jetzt hängt ihr Herz daran. Venedig soll sauber werden. Es gibt 276 Kanäle in Venedig. Insgesamt haben sie eine Länge von rund 30 Kilometern. Wir versuchen, genau die auszuwählen, die seit Jahren stark von Transportschiffen frequentiert werden. Die Hobbytaucher haben sich für den frühen Morgen verabredet, damit noch nicht zu viel Verkehr ist auf den Wasserstraßen Venedigs. Das eiskalte Wasser schreckt die Männer nicht ab. Und gleich der erste tauchende Gondoliere wird in der trüben Brühe fündig. Von Schiffspropellern bis Reifen, alles dabei. Beim letzten Tauchgang sammelten sie 800 Kilo Müll. Venedig kämpft mit vielen Problemen. Zu viel Müll und zu viele Menschen. Aber die Stadtverwaltung und die Gondolieri sind sich einig, die Touristen sind für die verdreckten Kanäle nicht hauptsächlich verantwortlich. Giovanni Giusto unterstützt die Taucher von Seiten der Stadt. Er ist für das Engagement der Gondolieri sehr dankbar. Wir finden hauptsächlich Autoreifen. Da kann man eigentlich nur drüber lachen. Venedig ist die Stadt, in der es keine Autos gibt, in der keine Autos fahren dürfen. Aber wir sind vielleicht die Stadt mit den meisten Autoreifen auf der Welt. Venedigs Botschaft ist klar. An die Besucher, aber vor allem an die Einheimischen. Alle sollen mitmachen. Die Gegenstände zum Teil spitz und schwierig vom Grund zu heben. Wer weiß, wie lange sie dort unten schon schlummern. Bis zu 5 Meter tief können Venedigs Kanäle sein. Da lässt sich viel entsorgen. Die Männer wollen niemandem Vorwürfe machen, denn sie wissen, dass beim Transport unbeabsichtigt schon mal Klimaanlagen, Wäschewagen oder Waschbecken vom Kahn fallen können. Was sie beklagen? Die Tradition der Müllentsorgung in Venedig war in manchen Häusern mal eine andere. Die muss sich ändern. Viele Jahre lang war man verantwortungslos. Genau, auch unsere alteingesessenen Venezianer. Früher öffneten sie die Fenster und es war einfach, die Dinge ins Wasser zu werfen. Jetzt ist das zum Glück nicht mehr so. Die Idee zu dieser Aktion hatten die Gondolieri beim Tauchurlaub. Sie fanden 70 Jahre alte Gummistiefel in einem Schiffswrack. Für Stefano und seine Freunde erschreckend, wie gut erhalten die noch waren. Und da war ihnen klar, die wären problemlos auch in Venedig zu finden. Das wollen sie ändern. Es ist ja für uns keine Arbeit, sondern wir machen das freiwillig. Gestern war es nicht unbedingt ein super Tag, weil die Sicht so schlecht war. Wir hatten nur 8 bis 10 Zentimeter Sicht auf dem Grund. Das bedeutet, es war für uns sehr schwierig, die Objekte zu finden. Besonders, wenn dann auch noch der Grund aufgewirbelt wird. Aber wir haben fast 500 Kilo Material gehoben. Auf die nächste Putzaktion freut sich Stefano Vio schon auch, weil er merkt, dass bei den Venezianern ein Umdenken stattfindet. Aber jetzt wartet er erstmal auf Gäste, denen er die Schönheit seiner Heimat präsentieren kann.